Ja, euch noch einen schönen guten Tag, wann Sie immer das Video ansehen. Heute geht es mal um besondere Kekse. Die teste ich auch für euch und die werden gut schmecken. Hier um die Kekse geht es. Sorry für das ewige Warten, aber wenn ich da wieder nichts habe, wo es heller wird, wenn die meisten Menschen wieder angefressen, das geht auch nicht. So, die Verpackung kann dann mal da nach hinten gehen. Und wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Ja. Da wäre ich. Da werde ich mir irgendetwas einwerfen, aber ich weiß nicht was. Irgendwas. Jetzt kommen wir mal zum Punkt. Sind diese Kekse hier. Ist ein toller Zartbitteraromen. Es erinnert mich irgendwie an Leibniz mit 52 Zähnen. Also, Butter Biscuits set in real dark chocolate. Sind diese Kekse hier. Und ich muss sagen, da ist der Keks. Da ist die Schokolade. Und ich muss sagen, es ist sehr, sehr gut. Dazu passenden Kaffee. Mit den Keksen kannst du gar nichts falsch machen. Die gibt es im Übrigen auch mit Vollmilchschokolade. Was haben wir? Zucker, Weizenmehl, Kakaomasse, Kakaobutter,
Butter, 3,7% Molkenerzeugnis, Glukosesirup, Butterreinfett, Backtriebmittel, Natriumcarbonat und Diffusfat. Leicht schwierige Wörter. Ah, Salz unjodiert ist auch drinnen. Das ist gut. Hier zum Beispiel ist ein Schiff drauf. Es passt doch herrlich dazu, ein guter Kaffee, aber zu viel Kaffee ist auch nicht gut, muss ich sagen.
Ich finde, diese Zartbitterkekse haben, wie soll ich sagen, sie haben ihren Platz verdient. Ist nicht jedermanns Sache, aber meine definitiv schon. Und es wäre eigentlich auch cool gewesen, wenn man einmal als Special Edition die Butterkekse mit weißer Schokolade macht, weil das käme, glaube ich, auch vielen zugute. Ja, und schon sind sie alle, so gut sind sie. Ja, zum Fazit. Ich finde die Schokolade mit dem Keks sehr, sehr gut. Aber ja, ich finde sie wieder nicht zu gut, dass ich das jeden Tag haben muss. Und ja, Freunde, es ist mal eine Hin- und Wieder-Sache. Man kann die Kekse gut essen, aber ja, es ist in Ordnung. Ich möchte nicht sagen, ich habe mich fehlentschieden oder so. Das letzte Mal, wenn ich ausgenommen heute denke, das letzte Mal habe ich diese Kekse vor 6, 7 Jahren gegessen. Und ich muss sagen, also wenn man jetzt zum Beispiel Schokobutterkeks mit Chili-Geschmack eingeführt hätte, wäre das bestimmt auch eine tolle Abwechslung. Aber ja, wie gesagt, ist nicht jedermanns Sache und danke fürs Zusehen. Sorry, dass meine Nase hier so klingt, aber es ist Winter, was will man mehr? In diesem Sinne habe die Ehre, alles Gute. Das nächste Essen-Video kommt bestimmt und es lässt sich auch nicht länger auf sich warten, weil das nächste Mal werden wir Chili con Carne testen. Tschüss!